The Taste Woche 3. Es wird gesungen und gekuschelt. Ich grill für dich Aubergine. Du bist so süß. Du, komm her. Werde ich gefüttert. Dankeschön. Doch der Druck auf die Coaches und die KandidatInnen steigt. Ich hab mich gerade voll gemacht mit dem Hummus. Das ist mir scheißegal. Komm her. Komm bitte her. Ah! Oh. Locker bleiben. Bei der Verkostung durch die Juroren trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist mir zu profan. Das hat schon ein paar Fehlnoten. Das Ding setzt eine Benchmark. Das ist Geschmack, Geschmack, Geschmack. It's not the taste. Und am Ende gibt's einen großen Knall bei der Sternevergabe. Oh, 4 Kandidaten. Das ist wenig für 8 Sterne. Wir sind die 9. Staffel von The Taste. Das hatten wir so noch nicht. Letzte Woche gab es ein großes Wiedersehen mit Gastjurorin Vicky Fuchs. Schau mal, wie begeistert sie alle sind. Mit ihrer kulinarischen Aufgabe sorgte sie für gemischte Gefühle. Chef ist super, Pfirsich super. Das ist Hölle, das schmeckt nicht. In der ersten Runde scheiterte Team Rosin und Frank schickte Fanny nach Hause. Fanny, tut mir leid. Fanny! Bei der ersten großen Verkostung gerieten die Coaches ins Schwärmen. Lecker. Harmonieküche par excellence. Ich hab Angst, dass ich so einen Löffel nie wieder kriege. Doch Marlenes Löffel konnten nicht überzeugen. Für sie war die Reise bei The Taste zu Ende. Es tut mir persönlich sehr leid. Ja, ist alles okay. Und weiter geht's mit der schönsten Kochshow der Welt. Hier sind unsere Teams. Ich freue mich wahnsinnig jetzt hier und bin echt gespannt, was uns heute erwartet. Mir ist ja am allerwichtigsten, dass ich diese Woche niemanden verliere. Das wird schwierig. Wir sind noch 4. Das heißt, die Möglichkeit, dass wer rausfliegt, ist wesentlich größer. Ich starte in diese Woche wieder mit Bauchkribbeln. Ja, neue Folge, bin mega motiviert. Guten Abend. Wir starten jetzt in Woche 3 und ich habe noch keinen KandidatInnen verloren. Ist gut. Also bin ich ganz positiv. Habe ich schon anders erlebt hier. Ich bin jedenfalls on fire. Ich freue mich auf meine Fabulous 3. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, wir haben alle eins gemeinsam. Und das ist die Liebe zum Kochen. Kochen heißt im Grunde genommen alles von sich geben für den Geschmack. Was wir auch jede Woche haben, sind wunderbare Überraschungen. Was soll denn schon kommen? Puh, bitte, ich bin immer überrascht. Wollt ihr wissen, ja, sag, was die Überraschung ist? Ja? Ja, sag. Okay, schneid euch an, denn es geht auf Reisen. Oh. Oh. Das ist aber auch einmal, also da muss ich sagen, pfiffig. Wirklich, also. Freut ihr euch? Ja. Ich habe jetzt noch eine Kandidatin, die aus Polen kommt. Dann habe ich einen Kandidaten, der aus Kuba kommt. Und ich habe eine Kandidatin, die von überall herkommt. Die war nämlich schon überall. Das sind mega Voraussetzungen. Ja, also eigentlich unser Thema. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Ja, das ist die große Frage. Und die kann uns nur eine beantworten. Nämlich unsere Gastjurorin heute. Oh. Das ist wirklich der schlimmste Moment, wenn du nicht weißt, wer kommt da jetzt? Auf was stellst du dich ein? Sie ist eine richtige Weltenbummlerin. Sie war schon zum Beispiel in Indien, in Japan, in Marokko, in China. Also Couch Potato klingt anders. Arbeiten oder da Urlaub? Ist sie. Gute Frage, Alex. Da ist sie nämlich nicht nur privat auf Urlaub. Nein, sie ist auch als Köchin und Geschäftsfrau da wirklich very international unterwegs. Was ist A? I know. Who? Julia. Es gibt eine tolle Kollegin von uns, die Julia kommt, die hat tatsächlich eine Weltreise gemacht. Tim Raue kennt halt gefühlt alle Köche und Köchinnen auf dieser Welt. Deswegen wirft er mal so ein paar Namen immer hin, aber es ist prinzipiell falsch. Sie hat nämlich Restaurants in Spanien. Nee. In Dubai.
Nee. Doch. Auch eins in Deutschland. Ist Helena. Auch ein, zwei in Deutschland und also, auch nee. In Holland. Nee, aber ist es Haya? Ich bin die Haya Molchow. Bin ursprünglich aus Tel Aviv, geboren in Tel Aviv und dann nach Wien. Da habe ich geheiratet und von dort aus ging es dann auf der ganzen Welt. Ich habe gekocht, ich habe in Märkten gearbeitet. Also ich habe eigentlich 7 Jahre die Küchen der Welt kennengelernt. Wir sitzen hier im Nenni, mitten am Naschmarkt. Wir haben vor 10 Jahren hier begonnen. Da kann Hamburg, Zürich, Köln, Berlin, Paris, Amsterdam, Kopenhagen, Dubai. Aber das Baby ist hier das Nenni. Also ein perfekter Löffel ist eine Balance, ja? Wenn ich einen Löffel habe, möchte ich alle Geschmackssinne haben. Und das nennt man wirklich diesen Umami-Geschmack. Und das macht für mich einen tollen Löffel aus. Egal was, aber das ist so eine Geschmacksexplosion und das muss ich spüren. Also ich würde zum Beispiel kein Coach sein können für The Taste. Bei The Taste ist nicht meine Küche, ja? Ich werde vielleicht gute Tipps geben können. Und diese kleine Löffel, ich bräuchte wirklich einen Schöpfer, ja? Zack, back, fuck. Und nicht tak, tak, tak mit Pinzette. Das ist nicht meine Küche, bewundere ich, schätze ich sehr. Hier ist Haya Molchow. Das gibt's ja nicht. Oh, das ist einfach eine Wahnsinnsfrau. Ja, Haya Molchow hätte ich nie erwartet. Finde ich mega toll. Ich kenne Hayas Buden relativ gut, also das heißt, ich war schon dutzende Male in ihren Nenis. Haya ist ziemlich unberechenbar, finde ich, weil sie, wenn sie die Löffel probiert, dann pickt sie sich vielleicht diese eine Note ins Negativen oder ins Positiven raus und sagt, das ist gut, das ist schlecht, zack, pumpen. Herzlich willkommen zurück bei The Taste. Wie schön, dass du es geschafft hast, bei deinen ganzen Reiseplänen auch hier noch einmal bei uns zu landen. Ich komme gerade von Spanien und ich bin gerade jetzt hier. Das Wetter ist ein bisschen anders. Deswegen schaue ich besonders gut aus heute. Und schön, dass du wieder da bist. Hoffentlich ich freue mich sehr. Muss ich nicht noch mal Aubergine machen, weil ich habe nicht. Die Traumata deines letzten Gastbesuches hier sind noch nicht ganz verarbeitet. Ich glaube, er kümmert sich gerade um die Aubergine. Aubergine, 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 Aubergine. Ja, du bist mein alter Traum. Du, Alexander, ja. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn der VHS-Kurs heute Aubergine macht. Ich fühle mich auch gerade so. Leg mich doch mal. Ich will ja nicht schon wieder Aubergine. Müssen wir Aubergine machen? Bitte nicht. Ich möchte keine Aubergine mehr so machen. Ich garantiere dir nichts. Ich grill für dich Aubergine. Oh, ja, ja. Schau, ein Koch und auch er kann auch noch singen. Liebe Teams, heute dreht sich bei uns alles um ländertypische Küche. Welche genau das sind, erfahren wir nachher von unserem Reiseleiter Dominik mit den Losen. Ihr habt gleich eine Stunde Zeit, um ein wunderbares Gericht für die liebe Haya zu kochen. Liebe Coaches, ihr dürft wie immer beratend unterstützen, aber nicht aktiv mitkochen. Am Ende der Kochzeit wählt ihr einen Löffel, den ihr Haya gerne servieren möchtet. Und Haya, du darfst dann verkosten und entscheidest, welches ist der beste Löffel und welches ist der schwächste Löffel. Der Coach, aus dessen Team der schwächste Löffel kommt, muss sofort einen oder eine seiner KandidatInnen nach Hause schicken. Das muss aber nicht der oder die Köchin des Löffels sein. Das ist ganz eure Wahl. Und das Team des besten Löffels darf sich freuen, denn du bist dann beratende Unterstützung im Solo-Kochen. Und der oder die Köchin des besten Löffels darf sich noch mehr freuen, denn er oder sie ist safe in der nächsten Sendung, egal was hier heute noch so passiert. Drück euch die Daumen. Liebe Haya, jetzt habe ich eine kleine Spontanreise für dich geplant. Ja. Nämlich raus aus dem Studio, rein in deine Kabine. Welche Richtung, da oder da? Am besten ja, hier, wir sehen uns nachher zur Verkostung. Großen Applaus, Haya Molchow, schön, dass du da bist. Bei der Verkostung werde ich natürlich achten, muss es mir erstmal schmecken, ja? Es darf nicht zu scharf, es darf nicht zu süß sein, es darf nicht zu salzig sein, es muss das Thema nicht verfehlen. Und das wird mein Kriterium sein, ja? Und da bin ich sehr, sehr gespannt heute. Ich finde, wir holen mal unseren Reiseleiter Dominik rein mit den Losen.
unsere Stewardess. Purser heißt das. Lieber Tim, weil du das jetzt gerade so schön betont hast, du bist ja der, bei dem ich in Social Media immer die exotischsten Länder sehe. Deswegen darfst du jetzt auch anfangen. Ich nehm unseren, oder? Ja. Na, das ist unser Check-in. Let's go. Ja, da habe ich nicht so gute, Erinnerungen dran. Da hatte ich mal ein Restaurant, das habe ich aber auch schnell wieder zugemacht. Ich weiß es. Es geht nach Dubai. Dubai, wunderschön, Alhamdulillah, das ist meine Heimatküche. Ich habe ein richtig gutes Idee, auch so ein bisschen Respekt an die Kultur, wo ich aufgewachsen bin. Oh, au, das ist schwierig. Gucken wir mal. Okay, also du hast schon eine Idee. Ja. Sehr gut. Ich habe eine Vorstellung, da werde ich meine Kandidaten ganz, ganz klar mit Vorgaben eingrenzen. So, dann geht es weiter zu einem nächsten reiseerfahrenen Menschen immerhin. Hast du es ja aus Österreich hier zu uns hergeschafft. Lieber Alex, du bist dran. Da hättest du mehr Mühe geben können, aber ja. Ich sage nur so viel, wir haben Spanien. Viva la España. Finde ich mega. Weiter geht's mit einem Mann, der über seinem Himmelbett sicher den Spruch stehen hat. In Dorsten geboren, in der Welt zu Hause. Ohoho. Lieber Frank. Frank, wenn du jetzt Österreich ziehst, dann komme ich zu dir rüber. Okay. Mal sehen, wo du landest. Oh, hoppla. Am Boden. Hast du es nicht gesehen? Ist es in Österreich? Ich finde es mega schwer. Was denn? Na? Schweiz. Ist nicht dein Ernst. Das ist schwierig. Also wenn man Schweiz hört, denkt man erst, Schweiz? Soll ich ein Bankkonto kochen? Ja. Also, das ist... Also, meine sehr verehrte Dame und die Herren, wir machen einen kleinen Ausflug in das wunderschöne, bunte, in die Niederlande. Niederlande! Freut sich da jemand? Ja! Ja! Jeder, der an die Niederlande denkt, hat sofort Pommes mit Soße vor Augen. Essen, nicht rauchen. Ja. Okay. Ja. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich zeige es aber nicht. Ja. Alle wissen, wo die Reise hingeht. Die Koffer sind gepackt. Husch, husch, ab auf eure Kanzeln. Eure 5 Minuten Beratungszeit. Starten, genau. Jetzt. Du fangst an. Komm, Zettel. Schnell, 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 schnell. Du fang an gleich. Was machen wir? Ich würde gerne das Iberico machen. Ja. Mein erster Gedanke war, wir müssen jetzt dieses hohe Kochniveau ein bisschen runterschrauben, weil bei Haier steht Geschmack an erster Stelle. Schweiz und Küche. Was ist sowas wie ein Kartoffelrösti, so ein bisschen Specksahne, Bernhard Rösti. In der Schweiz, finde ich, gibt es halt, tut mir leid an alle Schweizer, aber mir ist halt jetzt nicht so viel dazu eingefallen. Du kannst ein Züricher Geschnetzeltes machen. Ne? Also du machst dann auch ein Rösti und machst dann Kalbfleisch. Mhm. Naja, also in der Schweiz war ich tatsächlich, glaube ich, 2 Mal in meinem Leben. Und war ich auch nirgendwo essen. Was zur Hölle ist denn alles in Holland? Bitterballen, Fisch klein gemacht, Frikandel raus, irgendwas, Saatesoße. Das ist typisch Holland Street Food. Holland ist ja. Käse, Cassoufflé. In Niederlande, Krokette. Matsches. Tulpen. Kroketten mit allem Möglichen gefüllt. Ja, stimmt. So, und frittiert. Ja, machen wir. Fertig. Bei aller Liebe, aber sowas ist mir noch nie passiert. 9 Jahre Taste. Und außer, dass mir irgendwas Frittiertes einfällt, stehe ich ziemlich planlos da. Also, ich bin in Saudi-Arabien aufgewachsen. Mein Vater wohnt in Abu Dhabi. Oh, dann erzähl mal. Ja. Hummus. Spicy, hot. Granatapfel auf jeden Fall dabei. Meiner Meinung nach war okay, ich säge die alle mal ab. Also ein besseres Thema für mich war auf Reisen könnte ich nicht kriegen. Ihr habt noch 1 Minute. Was ist der geneigte Niederländer zum Käsebällchen? Zur Krokettchen gibt es normalerweise diese Yuppie-Soße. Das ist, was ist Yuppie-Soße? Zwiebel, Mayo, ganz viel. Woher Soße kommt die gelbe Farbe? Gelb. Ja, woher kommt die gelbe Farbe? Ein bisschen drin. Beängstigend ist das, Alexander sprachlos zu erleben. Käse? Geht alles. Es wird verschiedene Käse geben. Lecker, lecker. Kannst du es mal auf. Kommst du daher oder was? Ich war oft in Holland. Ich wollte die Aubergine dann schön mit Power gerostet, flammiert. Irgendwas Frisches, Tomate oder irgendwas. Schweiz, mein Freund.
Schweiz. Ja, aber kann man noch das haben? 30 Nein. Sekunden. Im Moment so habe ich mir gewünscht, kurz in den Team rüber zu wechseln, weil natürlich Spanien wäre total absolut für mich was. Dann bin ich aus. Ja, es ist ein hartes Stück Arbeit auf jeden Fall. Eure 5 Minuten Beratungszeit sind vorbei und wir fliegen ab. Ihr habt 60 Minuten zum Kochen und die starten genau jetzt. Lecco mio abrancio. Ja, ich glaube, das wird der Ritt auf der Rasierklinge. Mal schauen wir mal. Ohne Wenn und Aber. Shawarma. Wie wir das interpretieren, ist wurscht. Das arabische Gericht, was du auf der Straße isst, ist Shawarma. Das ist im Endeffekt die arabische Cousine des Döners. Es gibt dazu Lamm, entweder dünn geschnitten oder als Shishkebab, also heißt als Boulette, ein bisschen flach gedrückt. Ich finde, ich habe meinen Löffel so geil. Ist doch gar kein Problem. Mach ihn, ich werde ihn nicht schicken. Ich werde ihn nicht nehmen. Okay. Meint er das jetzt ernst? Wirklich? Habe ich auch mal kurz hinterfragt. Christopher wollte einen Fischgang machen. Super Idee, ganz toll. Werde ich nicht schicken. Ich habe eine relativ klare Vorstellung, was wir machen können. Du kannst ja kochen, was du willst. Ich habe meine Kandidaten nicht gedrängt, sondern ich habe ihnen ultimativ gesagt, dass ich nichts anderes schicken werde, wenn nicht mindestens Pita, Lamm, Pickles und Hummus auf dem Löffel ist. Okay, ich baue um. Kein Problem, mache ich. Ich bin immer noch am Einkaufen. Ich quatsch euch an, wenn ich vollständig auf meiner Station stehe. Es tut mir leid, aber ich baue mich jetzt keinem Bullshit ein. Das musst du rocken, besonders weil Arabisch ist. Das ist meinem Shit. Heute mache ich Lammrücken auf einen Aprikosen- und Dattelcouscous mit unheimlich vielen Kräuter, gegrillten Wassermelone, mein Moms Hummus, Pitta-Brotchip, gepickelte Feige und was noch? Das war's. Und das war's. So, dann erzähl mal kurz. Es wird Auberginen-Kaviar. Okay, meine Erfahrung mit Haya und wie man Aubergine macht. Über dem Feuer in der Schale, dass das den rauchigen Ton hat, den wir in der europäischen Küche als Fehlton nehmen würden. Dann bist du in ihrer Welt. Sonst bist du in deiner Welt. Ja, es ist immer schwierig, wenn kurz vorher das Gericht, was man sich ausgedacht hat, umgeschmissen wird. Wie gesagt, du kannst machen, was du willst. Nee, nee, aber es geht ja darum, dass wir den besten Löffel kriegen. Dass du einen Löffel machst, den ich nehmen könnte. Richtig. Ich mache heute eine Lammhüfte auf Kichererbsenhummus mit einem Auberginenkaviar, Granatapfelkernen, Petersilienminzsalat, Petersilienminzöl und einem Fladenbrotchip. Matjes Brötchen. Finde ich gut. Ja? Haben wir Matjes da, ja? Matjes da und schön gepickelte Schalotten dazu. Soll ich dir mal. Weißt du, wir haben doch da draußen einen Filoteig, ne? Mhm. Alexander hatte dann einen kreativen Einfall, den ich ihnen eigentlich so gar nicht hätte zugetraut in die Richtung. Was hältst du davon, wenn wir einen Matjes-Joint bauen? Nee, das finde ich gar nicht gut. Also ist das so, wenn wir so Filoteig haben, ne, und wir rollen den zum Beispiel ja so auf, ne, dann haben wir wie ein kleines Tütchen. So. Und dann hast du hier quasi so einen kulinarischen Matjes-Joint. Bin ich dabei, ja. Machen wir das? Mach mal. Wir alle kennen die schönen Wassertomaten aus Holland. Ich mache Tomaten, Wasser, aber aus guten Tomaten. Und das schmeckt dann auch und bringt im Löffel schöne Säure. Ja, ich koche heute Bitterballen. Das hat mir der Max gesagt, dass das so heißt. Das ist eine Käsekrokette auf Kartoffelbasis. Dazu gibt es dann noch eine Yuppie-Soße, so eine süße Mayo. Bisschen Flower Power habe ich das genannt. Also so ein paar Blüten wegen den Tulpen aus Holland und ein Tomatenwasser. Womit fängst du an? Fleisch. Was denn Fleisch? Also ich freue mich super toll drauf mit dem Frank im Team kochen. Es ist im Moment klar, dass er Komischkeit oder so, aber ich sehe das als konstruktiv und positiv. Was willst du denn jetzt in deinem Topf machen? Hallo, gib mir doch mal eine Antwort. Was willst du jetzt? Da drin der Cordon Bleu wollte ich da drauf. Mach doch erstmal das Cordon Bleu. Das, was am längsten schon dauert, macht man doch als erstes. Okay. Für den Teamlöffel koche ich ein Cordon Bleu mit einem Sauce Hollandaise und dem frittierten Estragon oben drauf. Der kommt so als Crunchy und als Geschmackverstärker. Eva, ja? How is it going? Ich habe schon Fleisch mariniert, Frank. Warum mariniert? Darüber haben wir nicht gesprochen, dass es mariniert wird. Ich habe nur ein bisschen Thymian reingemacht. Nein, da kommt kein Thymian rein. Frau, oh. Komm her. Ja. Komm her zu mir. Komm bitte zu mir her. Pass auf.
wenn du mit mir arbeitest, ne, dann müssen wir, wenn wir miteinander reden, ja, das tun, was wir miteinander besprochen haben. Ja. Wenn du hier das ist kein Züricher Geschnetzeltes. Pass auf, ein Züricher Geschnetzeltes ist ein klassisches Gericht. Ja. Das heißt, okay, das Rezept ist in Stein gemeißelt. Okay. Und es kommt nicht das da rein. Okay. Okay? Es wird nichts mariniert, gar nichts. Ich habe nur ein bisschen Salz und ein bisschen Olivenöl. Auch falsch. Also, ja, pass auf. Das Fleisch wird angebraten. Ne? Ja, rausgenommen hast du. Rausgenommen. Gesagt. Genau. Dann kommt in diese Pfanne. Ja. Butter. Jawohl. Pilze. Ja. Zwiebel. Mhm. Salz, Pfeffer. Ja. Weißwein. Ja. Und zum Schluss Schmand. Ja. Das ist alles. Okay. Das ist Züricher Geschnetzeltes. Okay. Das ist heute meine Chance, kein Shishi. Das darf ich nur nicht verkacken, aber ich gebe einfach mein Bestes. Und dann ist gut. Ich koche heute eine Miesmuschel in einem Sherry-Sud mit ganz viel geräucherten Paprika. Dazu mache ich eine schnelle Aioli und einen kleinen Brotchip aus Tramezzini. Ich mag übrigens aber gar keine Muscheln, aber mein Mann liebt die so sehr. In allen möglichen Variationen. Aber heute sind wir ja nur mal in Spanien, ne? Haya kocht sehr rough. Das heißt, der Geschmack steht wirklich im Vordergrund. Ich glaube, das Thema ist super für Sabine. Das könnte die große Chance für Sabine sein, weil die kocht ja wie in ihrer eigenen Küche. Da muss es am Schluss nur schmecken. Und genau das brauche ich. Also vielleicht ist sie heute meine Stürmerin. Oh Gott, ich bin so froh, dass wir Spanien gezogen haben. Alles andere hätte mich ein bisschen überfordert. Aber ich war letztes Jahr im August im Neni Essen auf Mallorca in Spanien. Und das war mega toll. Ich koche heute Iberico Secreto. Dazu gibt es Patatas Bravas. Einmal Mojo Grün und einmal Mojo Rot. Dann so ein Paprika-Oliven-Ragout, Piment, Despelette, Mayonnaise und Mandelsplitter. Hanna macht was ganz Geiles, finde ich. Die macht diese Patatas Bravas auf ihre eigene Art. Der Löffel hat ein großes Potenzial, dass ich ihn nach vorne schicke. Aber die Kartoffeln müssen richtig schön kross sein. Warum haben wir Backpapier eigentlich hier? Ich koche ein geräucherte Paprika-Ragout mit Oliven, eine lackierte Garnele mit Chorizo-Staub, ein Tramezzini-Chip und marinierte Wassermelone. Also mir geht's sehr gut mit dem Thema, weil ich viel mit der Oma immer gekocht habe und die ist ja aus Griechenland, also kann man ein bisschen ableiten, glaube ich. Das ist wie wenn eine deutsche Oma macht am Sonntag Schweinebraten, gab es bei uns halt Oktopus mit einer schönen Tomatensauce und deswegen habe ich mich gut gefühlt beim Kochen. Ist das das Fleisch, Paula? Ja. Komm mal ganz kurz mit der Pfanne her. Einfach ganz kurz mit der Pfanne hierher. Nur für Sekunden zum Gucken. Leck mich am Arsch, sieht das gut aus. Aber ich würde es rausnehmen, ja, dann jetzt demnächst, nur damit es ruhen kann. Bei mir gibt es heute ein Lamm. Shawarma, dazu ein Tahin-Dip, einen Koriander-Mint-Salat mit Salz-Zitronen, eine Feige und ein geröstetes Pita-Brot. Ich kenne nur Orient maximal aus Kochbüchern oder aus dem Restaurant. Aber ich habe es noch nie selber gemacht und wurde noch nie vom Profi verkostet. Das wird die große Schwierigkeit sein. Ich mache heute Hummus, Lammköfte, einen kleinen Tomatensalat, gebratene Auberginen, einen Kräutersalat mit Salzzitrone und eingelegten Zwiebeln. Boah, der war ja noch an. Im ersten Moment habe ich eigentlich gecheckt, was los war. Auf einmal war meine ganze Brille voll, ich habe nichts mehr gesehen. Was haben wir? Ich habe mich gerade voll gemacht mit dem Hummus. Das ist mir scheißegal, du machst einfach weiter, komm. Sieht bei dir auch noch schlimmer aus als das letzte Mal, aber egal. Tim braucht immer einen Moment, der ist halt kein gelernter Koch und der ist jetzt auch noch kein so ausgeprägter Hobbykoch, dass er handwerklich alles besteht. Ich hoffe, ich habe nichts mehr im Gesicht. Ist alles scheißegal. Oh, fuck me, that's great. Alhamdulillah. Alhamdulillah means by the will of God, praise God. Ich bin in Saudi-Arabien aufgewachsen, habe aber für 4 Jahre in Spanien gewohnt, wo meine Eltern einen Barbetrieb aufgemacht haben. Nach Spanien wieder nach Saudi-Arabien, dann Kanada, England, Moskau und jetzt 14 Jahre hier in Sonningen-München. Wenn mein Löffel heute geschickt würde, es würde mich extrem, extrem freuen. Weil natürlich nach den letzten 2 Kochrunden möchte ich mich ein bisschen was zeigen, dass ich nicht nur hier bin, weil ich freaky aussehe.
Bei Luke habe ich natürlich bemerkt, dass er total begeistert war, weil er da aufgewachsen ist. Er hat sich super sicher gefühlt in dem Thema. War natürlich der Favorit für die Runde, dass der Löffel geschickt wird. So Leute, wir haben Halbzeit, ja? 30 Minuten sind um. Meine Ursprungsidee war, einfach ein Fischbrötchen zu dekonstruieren. Im Grunde ist es bei der Idee geblieben, bloß eine andere Form ist jetzt entstanden. Ich koche heute ein dekonstruiertes Fischbrötchen, einen schönen Matjessalat mit lecker Apfel und gepickelten Zwiebeln, sauren Gurken und einer schönen Creme, Sauercreme. Warte mal, Moment, vielleicht brauchen wir Mineralwasser. Ah, ist ja salzig. Weil wenn man Matjes im Mineralwasser einlegt, dann drückt es das Fett und Salz raus. Wir müssen nur 10 Minuten drin legen und dann sieht man das schon, wie jetzt das Fett von diesen Matjes rauskommt. Ein bisschen werden sie in Salz, damit werden sie eleganter. Ja, wir Steinig-Köche machen das auch. Wir kochen auch noch mit Wasser.